Das ostukrainische Dnipro ist in der vergangenen Nacht das Ziel russischer Angriffe geworden. Wie die ukrainische Armee mitteilte, hätten 16 Raketen sowie 20 sogenannte Kamikaze-Drohnen iranischer Bauart die Stadt getroffen. 8 Menschen seien verletzt worden. Nach Angaben der Luftabwehr habe man einen Großteil der Geschosse abfangen können. Unterdessen ist das von Moskau besetzte Atomkraftwerk Saporischschja wieder ans Stromnetz angeschlossen worden. Das teilte der ukrainische Stromnetzbetreiber Ukrinerho auf Telegram mit. Zuvor war eine Hochspannungsleitung durch Beschuss beschädigt worden. Die Kühlungssysteme mussten darauf mit Dieselgeneratoren betrieben werden. Derweil teilte Kiew mit, dass Teile der schwer umkämpften Stadt Bachmut unter eigener Kontrolle seien. Wie die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Malja erklärte, würden ukrainische Truppen nördlich und südlich der Stadt weiterhin präsent sein.